Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich dieses schnelle Raffaello-Dessert, so ein Schichtdessert ohne Backen mit Löffelbiskuits gemacht habe. Und ich wünsche jedem, der zuschaut, viel Spaß dabei. Für die schnelle Schichtdessert ohne Backen brauche ich folgende Zutaten: 200 Gramm Löffelbiskuits, das sind so zwei Blister bei mir, 250 Milliliter Milch, dann brauche ich etwa 50 Gramm gezuckerte Kondensmilch, Milchmädchen bei mir, da kann man aber optional auch andere Kondensmilch mit etwas Puderzucker nehmen. Dann brauche ich zwei Sahne, 80 Gramm Puderzucker, ich habe meinen durch ein Haarsieb gegeben, weil er immer so klumpt. Man kann optional auch Zucker im Thermomix oder in einem anderen Multizerkleinerer fein mahlen, denn für die Creme ist es besser, man hat Puderzucker, weil der sich schneller auflöst. Und dann brauche ich noch Mascarpone, zwei Becher Sahne und Vanillepaste oder Vanilleextrakt und Kokosflocken habe ich hier 130 Gramm hier abgewogen, damit ich es genau ins Rezept schreiben kann. Und ich sage euch, als erstes habe ich ja diese Dose aufgemacht, da sind ja 400 Gramm, ich brauche nur 50. Naja, den Rest kann man ja im Kühlschrank noch ein paar Tage aufbewahren. Vielleicht fällt mir noch was ein, was ich damit machen kann. Dies ist halt nicht so geschickt. Im Kaufland, da gibt es das, die gezuckerte Kondensmilch auch in Tuben. Und da wäre eine Tube besser gewesen. Ich habe mich so gequält bei diesem Deckel, obwohl ich diesen guten Tupperöffner habe, habe ich mich dennoch sehr gequält, bis ich das aufgekriegt habe. Ja, oben bestreue ich dann etwas blanchierte, gehobelte Mandeln, da habe ich mir 50 Gramm abgewogen. Ich röste sie auch leicht an, weil sie mir dann besser schmecken. Fürs Auge wären sie jetzt so weiß am besten, aber ich röste sie ganz vorsichtig ein bisschen an später. So, als erstes fange ich an mit der Form. Meine Kastenform, das ist Königskuchenform, so Springform, und ich finde, die eignet sich sehr gut für die Löffelbiskuits, habe ich so gemessen gedacht. Und ich gebe trotzdem, spanne ich so ein Stückchen Backpapier da rein, damit ich zumindest den Boden mit Backpapier bedeckt habe. Wenn ihr eine andere Kastenform habt, dann macht auch die Seiten mit Backpapier, dann kann man zu zweit das Dessert so wie einen Kuchen rausheben. Dies ist ein schnelles Dessert, schmeckt nach Raffaello. Wer halt kein Kokos mag oder Raffaello-Geschmack, der macht es dann nicht. Und wem das schmeckt, das schmeckt wirklich lecker. Ich habe es schon mal gehabt. Allerdings hatte ich damals mit Raffaello-Kugeln dekoriert, nicht nur mit Mandelblättchen. Aber es war dann zu mächtig. Deswegen lasse ich die Raffaello-Kugeln komplett raus. Wenn man das doppelte Rezept macht und Gäste erwartet, dann kann man sogar in einer Auflaufform dieses Dessert gut machen. Wichtig ist nur, dass man es am Vortag macht oder früh, wenn man es Nachmittag braucht, es sollte mindestens 4 Stunden auch im Kühlschrank dann durchziehen können. Also als erstes kleide ich die Kastenform mit Backpapier aus. Jetzt in meinem Fall ist es einfach, da ich ja dann diese Springform lösen kann. Dann werde ich die kalte Sahne mit dem Puderzucker, mit dem gesiebten Puderzucker, das ist wichtig, dass man da keine Klümpchen hat, steif schlagen. Zuerst schlage ich die Sahne so 3/4 steif und dann gebe ich den Puderzucker nach und nach mit dazu und gebe das dann für kurze Zeit nur im Kühlschrank, bis ich dann das andere vorbereite.
Die Creme wäre jetzt fertig. Ihr habt gesehen, ich habe die zwei Sahne geschlagen, so drei Viertel. Dann habe ich den Puderzucker mit eingeschlagen und dann habe ich die Mascarpone wirklich nur kurz glatt gerührt und zwei, drei Esslöffel von der Sahne zuerst zur Mascarpone gerührt, damit sie sich so ein bisschen verbindet, so einen Ausgleich hat. Und dann habe ich die restliche Sahne hinein, Vanillegeschmack, in meinem Fall Vanilleextrakt. Und die Kokosflocken habe ich jetzt untergerührt. Und nun ist die Creme fertig und ich kann zu dem nächsten Schritt gehen. Aber ich habe mir dies hergelegt, aber ich kann es ja auch in diese machen, dann bleibt die sauber. So mache ich es auch. So, da nehme ich mir jetzt von dieser Kondensmilch etwa 50 Gramm. Hier habe ich 400, also ein Viertel nicht. Ein bisschen, ja, 50 Gramm sind 2, 3 Esslöffel. Das genügt, das sind dann schon 50 Gramm. Das ist ja süß, aber soll ein bisschen süß sein, da ja gerade nur in der Creme ein bisschen süßer ist der Puderzucker. Und nun verrühre ich die Milch mit dieser gezuckerten Kondensmilch glatt. Ich hole mir einen kleinen Schneebesen, dann tue ich mir leichter. Nun rühre ich dies schnell glatt und schichte die Löffelbiskuits. Ich mache zwei Lagen und zwar werde ich jetzt jedes Biskuitteil da einweichen. Sollte mir diese Menge nicht reichen, was ich ja denke, dass es reicht, dann kann ich ja noch ein bisschen Milch mit gezuckerter Kondensmilch zusammenrühren. Das ist ja schnell gemacht. Nun mache ich mir die Packung auf. Ich nehme jetzt schneller, man kann sie auch aufreißen. Ich nehme jetzt aber eine Schere. So. Und so tauche ich die ein. Dann lasse ich sie kurz abtropfen. Und nun, wie soll ich es euch zeigen? Ich hoffe, dass es in meine Form hineingeht. Ja, wunderbar. So lege ich sie jetzt nebeneinander und danach gebe ich die halbe Creme dazwischen. Nachdem die Hälfte von der Creme etwa drüber ist, über den Löffel Biskuits, mache ich die zweite Schicht. Ich habe hier zwei, sind mir übrig geblieben. Meine Form ist doch ja, klein, 30 auf 12. Aber ich werde die auch verwerten, dann obendrauf noch. Und ich habe mich entschieden, die gehobelten Mandeln, die werde ich jetzt doch nicht anrösten, sonst sieht es ja nicht mehr so schön weiß aus fürs Auge. Aber man kann es machen, wie man es möchte. So, jetzt habe ich die zweite Lage und die gebe ich jetzt auch. Also das, die Kondensmilch, das reicht vollkommen. Und wie gesagt, wenn ihr keine Kondensmilch habt, dann könnt ihr ein bisschen normale Kondensmilch nehmen. Oder Sahne mit ein bisschen Puderzucker leicht. Denn es soll ja ein Dessert sein, zu dem man dann auch Früchte essen kann. Ja, passen egal welche Früchte noch dazu. Aber erstmal muss es dann richtig kalt werden im Kühlschrank. Und man kann es sogar zu Kaffeekuchen, auch, sogar auch als Kuchenstückle anbieten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und es ist wirklich schnell gemacht und schmeckt sehr gut. Wie gesagt, diese gezuckerte Kondensmilch ist ja etwas teurer. Gerade diese von Nestlé, finde ich, ist schon teuer. Man muss das nicht unbedingt nehmen. Aber geschmacklich gibt es dann diesen Raffaello-Geschmack. Aus dem Grund würde ich jetzt auf, egal wie, Kondensmilch auch dazu nehmen. Weil es macht den Geschmack anders. Ja.
Und schichte ich die, und die übrig bleiben, die schichte ich trotzdem mit dazu. Es bleiben im Normalfall nur 4 Stück hier mir übrig von diesen 200 Gramm. Kann sich auch ein bisschen enger tun. Nun ist es fertig und es ging ja auch wirklich schnell, ihr habt gesehen. Und was soll ich sagen? Die Milchmenge mit dem Milchmädchen, das passt ja hervorragend für die 200 Gramm Löffel Biskuit. Und nun verstreue ich noch so Mandelblättchen, da kann jeder variieren, wie viele es gibt. Ich habe jetzt hier mal 50 Gramm abgewogen, aber ich glaube, ich tue nicht so viele. Und die Creme, die schmeckt so lecker. Ich habe ein bisschen genascht von der Schüssel. Also es schmeckt schon nach Raffaello. Sehr lecker. Und die meisten Leute mögen das ja. Aber es gibt auch Leute, die Raffaello nicht so gerne haben, dann die müssen sich ein anderes Dessert aussuchen. So, das wäre dann schon fertig. Seht ihr, was ich meine? Hier ist ein Blättchen, obwohl ich habe sie nicht angeröstet. Ich wollte, aber ich habe sie nicht angeröstet. Und hätte ich sie jetzt alle geröstet, dann wären sie so bräunlich. Wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Und nun gebe ich nur eine Frischhaltefolie oben drüber. Über diese Blättchen kann man dann auch sehr gut. Na, vielleicht braucht man doch. Also 40 Gramm von Blättchen kann man schon gut verstreuen. Den Rest gebe ich zurück in die Tüte. Und dann muss dies mindestens 4 Stunden kühlen. Nun ist das Dessert fertig. Und ich decke es ab. Ich decke eigentlich alle Kuchen ab. Und heute nehme ich jetzt mal so locker die Frischhaltefolie, damit das Dessert keinen Kühlschrankgeruch annehmen kann. So. Das Rezept, das findet ihr wie immer unterhalb vom Video. Wenn ihr auf mehr ansehen klickt, dann öffnet sich die Videobeschreibung und ihr könnt es euch kopieren, ausdrucken oder einfach mal durchlesen und könnt es nachmachen. Wie gesagt, die Form kann jeder wählen. In diese Königskuchenform, in diese Springform passt das gerade richtig rein. Ja, ich danke euch auch heute fürs Zuschauen und wünsche euch viel Freude beim Zubereiten. Und bald sehen wir uns ja wieder oder hört ihr von mir. Und bis dahin, bleibt gesund. Eure Helga. Tschüss. Ich habe das Dessert gelöst und habe es mir auf ein Brett gezogen, weil ich es auf dem Brett schöner schneiden kann. Und wenn man das nicht hat und hat eine Kastenform, wie gesagt, dann hebt man mit Hilfe des Backpapiers auch auf ein Brett raus oder auf eine Platte. Und so sieht es aus. Wirklich sehr, sehr
lecker. Und mit ein paar Himbeerchen oder auch Brombeeren, das was der Garten hergibt, oder ich habe diese Himbeerchen gekauft, weil ich keine im Garten habe. Aber mein Sohn, der hat mir versprochen, er bringt mir ein paar Brombeeren aus seinem Garten, mal sehen. Der kommt demnächst mit den Enkelkinderchen, dann genießen sie das nach dem Essen so als Nachtisch. Und falls er mir welche bringt, dann mache ich auch ein Foto mit Brombeeren, und wenn er mir keine bringt, dann bleibt das halt so.